Auf diese Häuser haben sie es abgesehen, Stralsund im April 1933. Deutsche, kauft nicht im Warenhaus, steht auf den Plakaten. Die Nazi-Führung hat zum Boykott der jüdischen Geschäfte aufgerufen. Die Käufer ließen sich jedoch nicht abhalten, durchbrachen die Postenketten. Vermutlich von der Zwecklosigkeit überzeugt, wurden die SA-Leute sehr bald abgezogen. Es gibt einen Augenzeugen, einen Zeitzeugenbericht von der Personalleiterin aus dem Tietz-Warenhaus, Frau Zwiener, dass die Angestellten jüdisch oder nicht jüdisch ganz normal an dem Tag zur Arbeit kamen. Und die Kunden, wenn sie nicht ins Geschäft gingen, so doch auch zum Teil telefonisch ihre Bestellungen aufgaben, sodass der Lieferwagen der Firma Tietz eigentlich den ganzen Tag im Stralsunder Stadtgebiet unterwegs war und auslieferte. In Berlin schlossen an dem Tag die meisten betroffenen Warenhäuser. Wertheim verriegelte erst die Tore, als SA-Leute vor den Eingängen aufzogen. Georg Wertheim, der Warenhausgründer aus Stralsund, war damals längst nicht mehr der Platzhirsch in Berlin. Konkurrenten wie Hermann Tietz und Rudolf Karstadt waren stark gewachsen. Mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929 kamen sie alle in Schwierigkeiten, wurden abhängig von Banken. Und die agierten ab 1933 im Sinne der heutigen Machthaber. Der deutsche Bankchef von Staus kümmerte sich persönlich um die sogenannte Arisierung von Wertheim. Der Gründer wurde aus dem Konzern gedrängt, Vermögen unter Wert verkauft, alle Juden entlassen. Auf einmal hieß die Firma AWAG, Allgemeine Warenhaus AG. Für Georg Wertheim war es natürlich extrem schmerzlich. Und insbesondere als von Staus dann gesagt hat, dass er sich auch von seiner Frau scheiden lassen müsste, weil er ja sehr früh seine Anteile auf seine nicht-jüdische, also nach den Nazi-Kriterien, nicht-jüdische Frau übertragen hat. Das war natürlich ein Unding. Der erzwungene Sturz nach einem beispiellosen Aufstieg. Georg Wertheim starb 1939. Der andere Stralsunder Warenhausgründer Leonhard Tietz lebte da schon lange nicht mehr. Die Nazis drängten die Familie in die Emigration. Der Konzern hieß nun Kaufhof, viel später Galeria Kaufhof. Bis 1935 führt Isidor Lefkowitz das Stralsunder Stammhaus. Der jüdische Geschäftsführer hat Sinn für Humor. Die Angestellten scheinen ihn zu vergöttern. Herr Lefkowitz, wie ist es doch schön, wenn Sie so wie heute aussehen. 1940 werden die ersten Stralsunder Juden deportiert. Durch die Ehe mit einer Nichtjüdin ist Lefkowitz zunächst geschützt. Nicht lange. 1943 wechselt er ein paar Worte über den Gartenzaun mit einer nichtjüdischen Nachbarin. Das ist verboten. Lefkowitz wird denunziert, verhaftet. In einem Arbeitslager bei Stettin kommt er ums Leben. Das ist natürlich sehr tragisch zu sehen, wie innerhalb weniger Jahre all das Zusammenleben zwischen Juden und Nichtjuden in so einer Stadt wie Stralsund aufgehoben wurde. Ein Jahr nach Isidor Lefkowitz stirbt auch sein Sohn Herbert beim großen Bombenangriff auf Stralsund. Der Angriff beschädigte die Warenhäuser von Tietz und Wertheim, zerstörte sie aber nicht. Unter ihren alten Namen wurden sie zunächst weiter betrieben, 1948 dann zu Volkseigentum erklärt, wie überall im Osten. Das alte Wertheim wurde in den 60er Jahren Konsumentwarenhaus, das alte Tietz zum Magnetkaufhaus der staatlichen Handelsorganisation. Heute ist hier ein Schuhladen. Der alte Wertheim-Bau in der Berliner City hatte den Krieg nicht überstanden. Jetzt steht hier die Mall of Berlin. Kein Warenhaus. Und dennoch. 76.000 Quadratmeter Erinnerung an den einst größten Kaufpalast Europas. Mit dem alten Wertheim-Konzern haben die neuen Betreiber nichts zu tun.
Wertheim wurde nach dem Krieg vom Hertie-Konzern geschluckt, später Karstadt-Quelle. Die Überlebenden der Wertheim-Familie wurden dabei ausgebootet. Als Karstadt-Quelle nach dem Mauerfall mit Wertheim-Grundstücken Geschäfte machte, zogen die Erben vor Gericht und erstritten eine Entschädigung. Zurück nach Stralsund. Nach der Wende wechselten im alten Wertheim mehrfach die Betreiber. Hauptmieter ist seit 2008 das Greifswalder Modehaus Jeske. Eigentlich sollte das Gebäude damals in kleine, profitable Läden zerlegt werden. Und dann sind mein Mann und ich hierher gefahren und haben uns dieses wunderschöne Haus angeguckt und waren so fasziniert davon, dass wir gesagt haben, also wir werden versuchen, diese alten Traditionen einfach fortzusetzen. Die Judaistin Nadine Garling hat in einer ungenutzten Etage des alten Wertheims eine kleine Ausstellung aufgebaut. Mit ihrem Verein Historische Warenhäuser folgt sie den Spuren von Georg Wertheim, Leonhard Tietz und anderen Stralsunder Händlern. Birgit Jeske will nun auch unbedingt Mitglied werden. Die Erinnerung an die jüdischen Kaufleute der Gründerzeit. Hier steckt sie immer noch in den Wänden. Ganz locker drauf sitzen.